Hallo meine lieben Schmörmels, herzlich willkommen wieder zu einem kleinen Infovideo auf meinem Kanal, das zocke ich jetzt. Es geht folgendermaßen, morgen eventuell wird ein Livestream wieder starten, eventuell, sage ich erstmal nur vielleicht, aber ich werde erstmal schon mal eine Zusage jetzt schon mal geben. Ja, wundert euch jetzt nicht an meine Stimme, dass sie sich jetzt gerade so ein bisschen so eigenartig anhört. Man hört es mir ein bisschen an auch, dass ich, ja, verkältet bin. Ich denke mal, das war auch der Grund, warum ich mich auch an den letzten Stream auch so ein bisschen schlaff gefühlt habe und den auch nur mal ein paar Stunden laufen ließ. Und das später auch dann vorzeitig schon beendet habe. Aber ich werde dafür sorgen, dass ich morgen mich ein bisschen, ja, durchhauen möchte gerne. Ich habe ja gesagt, ich wollte Freitag streamen, da halte ich mich auch. Es wird auch wieder weiterhin Legend of Zelda Ocarina of Time erstmal kommen. Danach lasse ich dann halt, ja, wie die Lust und Laune halt ist, ja, lasse ich eventuell auch euch entscheiden, was da als nächstes kommt. Ich habe da eventuell, kommt Lionel Wurst dann wieder mit der Profi-Modus auf Medaillenjagd etc. Und diejenigen, die nicht so mit Lionel Wurst klarkommen, kann wie gesagt abgestimmt werden zwischen Lionel Wurst oder wenn ich es bis dahin auch schon mal fertig gemacht habe, ich mache mich auch direkt an die Arbeit mit Mario Land 2 DX oder Mario Lost Levels. Zu einem möchte ich gerne noch mal was hinzufügen. Da ich mich ein bisschen schlau gemacht habe, auch ein paar Zuschauer haben mich ein bisschen angeschrieben. Manche mögen nicht so, dass ich die Spiele live streame. Ob ich sie jetzt eventuell noch mal extra Let's Playen könnte. Ja, den Wunsch erfülle ich euch gerne. Weil ich möchte, wie gesagt, auch noch weiterhin etwas noch normal Let's Play sein. Deswegen werde ich auch eventuell, auch wenn ich, wenn manche sagen, da mache ich ja doppelte Arbeit, aber hey, ja, ich möchte schon als Let's Play machen, dann kann man da ein bisschen sehen, so den Unterschied meiner Spielart von Livestream, Vorführeffekt for the win, ne? Ja, und wenn ich bei Let's Play bin ich halt ein bisschen anders drauf, spiele auch anders und könnt ihr auch sehen dann halt, dass da manchmal so ein bisschen kleine Welten liegen, weil bei Livestreams habe ich immer wieder das Gefühl, dass meiner über die Schulter auf die Finger guckt, das ist immer noch permanent bei mir, hat sich nicht, bis heute nicht geändert. Und deswegen mache ich da ab und zu mal so kleine dumme Fails. Da könnte ich mich manchmal selber aufregen. Aber naja. Nochmal kurz, eventuell Montag wird es ein normales Let's Play kommen. Ich hoffe, dass ich bis dahin das schon fertig gerendert habe. Möchte ich schon mal andeuten, wird Monkey Dead 3 kommen. Eventuell, zeittechnisch werde ich das immer ab zwischen 17 und 18 Uhr hochladen dann wieder. Also sprich freigeben auch. Möchte es zusehen, dass ich Sonntag noch als fertig gerendert habe und das hochladen kann, weil wir schon mal ein Projekt wieder am Laufen haben. Was noch andere Videos kommen, weiß ich noch nicht. Ich lasse Cat Story auch nochmal pro Tag mal ein paar hochladen, weil ich schaffe das gerade zeitlich nicht so, weil ich bin einfach noch zur Zeit ein bisschen kaputt. Möchte mich nur ausruhen. Möchte jetzt heute noch auch den Abend noch schön genießen. Und morgen werde ich nochmal versuchen, den Lauf des Tages noch, wo ich ein bisschen im flachen Bett liege, mir nochmal meine Kräfte zu sammeln, dass ich euch morgen dann im Stream noch vollwertig noch da bin. Ich kann euch nur dazu vorwarnen, eventuell muss ich mal ab und zu mal mich muten, Nase putzen oder so. Und wenn ich mal eventuell husten muss, dann bitte ich darin schon mal voraussichtlich schon mal um Verzeihung. Ja, genug Blabla. Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstagabend. Eventuell sage ich schon mal, ich freue mich auf euch alle, wenn ihr morgen im Stream zuschaut. Eventuell werde ich nochmal einen Link raushauen über Twitch und YouTube, Facebook und Twitter. Und gestreamt wird wieder, wie immer, traditionell auf beiden Kanälen, auf Twitch und hier auf YouTube. Könnt ihr euch aussuchen, wo ihr am liebsten zuschauen wollt. Und sage schon mal, bis dann, bis morgen, bis dann, meine lieben Schmörmels. Bye, bye.